Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu The Long Dark. Heute am 1. August kommt die erste Episode des Story-Modus. Oh, da passiert schon was im Hintergrund, wenn ich die Maus eine Weile nicht bewege. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe es damals schon eine ganze Weile gespielt, knapp 20 Stunden, als es im Early Access rauskam, vor nun knapp 3 Jahren. 2014 war das irgendwann, Ende 2014. Und ja, bin jetzt wieder mit eingestiegen, beziehungsweise habe ewig drauf gewartet, dass es mal losgeht. Und damit ihr nicht länger warten müsst, legen wir auch direkt los. Episode 1, geh nicht allein. Mackenzie und Dr. Greenwood werden getrennt, nachdem ihr Flugzeug in der nordkanadischen Wildnis abgestürzt ist. Mackenzie kämpft ums Überleben und erkundet die Kleinstadt Milton, in der ihm das Ausmaß dieser stillen Apokalypse bewusst wird. Das ist Episode 1 und so weiter. Die anderen sollen dann noch folgen. Episode 1 soll wohl bis zu 10 Stunden gehen. Bin ich mal gespannt. Wir starten. So. Alter, okay. Oh Gott, ey. Geht ja gut los. Blutet mich. Direkt zu Eis gefroren. The Long Dark. Man konnte ja schon immer diesen... Kapitel 1, das Überleben des Stärkeren. Man konnte ja diesen Überlebensmodus schon immer spielen, der auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ein Karton. Metallschrottsplitter, den wir uns eben aus der Hand gezogen haben. Ausbeute 2x Zunderbeutel. Es geht natürlich ums reine Überleben hier. Oh, super. Nichts gefunden? Ach doch, ich muss halten. Verband. Antibiotika. Noch ein Verband. Erste Hilfe. Untersuche deine Behandlung und lerne, wie man Wunden verbindet. Es gibt viele Arten in der Wildnis zu sterben. Medizin, ob hergestellt oder in der Natur gesammelt, kann dein Leben retten. Prüfe deine Gesundheit im Statusbildschirm. Führe Behandlungen über das Kreismenü Erste Hilfe durch. Du kannst Behandlungen auch über das Rucksackmenü auswählen. Steuerung, dein Schlüssel zum Überleben. Vorbereitung und Selbstbeherrschung sind das A und O des Überlebens. Wenn du nicht sicher bist, wie du eine Funktion nutzt, beachte das Steuerungsmenü. Es könnte dir das Leben retten. Oh. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir so finden können. Stock. Wir können auch nicht unendlich mit uns rumtragen. Links unten sehen wir 3,53 von 30 Kilogramm. Er wird auch irgendwann erschöpft, er kann erfrieren und so weiter. So, liegt denn hier hin? Ich verblute bald. Blutverlust. Kleidung? Ach Gott. Ich verblute bald. Naja, ich versuch's ja schon. Einen Verband anlegen.
Muss erstmal ein bisschen reinkommen. Kam halt gerade 17 Uhr erst heute raus. Flugabsturzopfer, Sturz. Gehirnerschütterung und schlimme Blutergüsse. Handgelenk verstaucht. Ich kann nicht klettern, keine Waffen halten, bis es durch Ausruhen geheilt ist. Okay. Kann auch Sachen herstellen, Feuer machen und so weiter. Tiere jagen, Fleisch braten. Ups. Hat natürlich nichts gebracht. Ich nehme mal einmal Antibiotikum. Was haben wir noch dabei? Holz, Streichhölzer, okay. Das sind die Klamotten, die er anhat. Je besser die Klamotten, desto mehr halten wir es auch in der Wildnis aus. Zedernholz. Okay. Kann ich mich hier erstmal ein bisschen wärmen oder tut das direkt weh, wenn ich da zu nahe komme? Feuer. Feuer spendet Wärme, Wasser, Essen und Schutz. Wähle die Option Lagerfeuer im Kreismenü aus. Du benötigst folgendes. Ein Zünder, Zunder und Brennstoff. Mit einem Brandbeschleuniger beschleunigst du den Vorgang. Die Brandstoffart wirkt sich auf die Brenndauer und die Hitzeentwicklung aus. Mit einem aktiven Feuer kannst du kochen und Wasser kochen. Außerdem verhindert es, dass du erfrierst. Wo ist denn dieses ominöse Kreismenü? Das wird mir nicht erklärt, ne? Okay. Ach ja, Tasten. Ich schau mal ganz kurz. Kreismenü Space, okay. Ah, alles klar. Lichtquellen. Streichhölzer, die könnte ich auch zur Lageraktion Feuer machen. So, Brandbeschleuniger haben wir nicht. Einmal Zedernholz. Dann sieht er nochmal die Brennzeit. 8 Minuten, 1 Stunde, 6 Minuten. Erfolgschance 55%. Je nachdem, was man so nimmt, kann sich das verändern. Wenn wir noch einen Brandbeschleuniger hätten, wäre es natürlich super. Probieren wir es mal. Also es hat sich wirklich schon viel verändert. Ich hatte zwischendurch mal reingeschaut vor einem Jahr. Im Vergleich zum Anfang der Early Access Phase, da hatte sich schon viel verändert. Nicht nur, dass es dann auf Deutsch war, sondern auch so vom Gameplay her und von den Gegenden. Und ich habe mich immer sehr darauf gefreut, irgendwann mal auch die Episoden zu spielen. So, wir haben Lagerfeuer gemacht. Okay, dann legen wir uns erstmal hin. Zweiter Tag. So thirsty. Zustand. Der Zustand ist dein Frühwarnsystem. In der Schnellübersicht oder dem Kreismenü kannst du deinen aktuellen Zustand sowie Informationen darüber, wie kalt, müde, hungrig oder durstig du bist. Leere oder rot markierte Werte bedeuten, dass dein Zustand abnimmt. Sobald dein Zustand aufgebraucht ist, stirbst du. Also wassertechnisch müssten wir dann mal ganz, ganz schnell was finden. Man kann das nämlich kochen. So, von hier sind wir ja gestern gekommen. Verbrennt halt auch immer so ein bisschen Kalorien, ne? Wenn man so Sachen erledigt oder... Halt, was ist das? Birkenrinde. Zweig. Noch ein Zweig. So, das ist das abgestürzte Flugzeug. Einmannpackung.
1750 Kalorien. Oh, Streichhölzer auch noch. Kann halt auch verschiedene Sachen auseinandernehmen, aber ich möchte erstmal was zu trinken finden. Ein Buch. Antiseptikum, eine Flasche Wasserstoffperoxid, nützlich, um Wunden zu desinfizieren. Sollte ich meine Wunden desinfizieren? Es wird halt überhaupt nicht erklärt, was ich da am besten mache, ne? Verdursten, wir brauchen erstmal was zu trinken. Können aber auch natürlich erstmal was essen. Halt. Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber, ich sollte da nicht runter. Das lassen wir lieber mal. Das brauchst du jetzt noch nicht. Wir brauchen was zu trinken, aber wo? Wo kriege ich es her? Weil so viel ist jetzt von dem Flugzeug nicht übrig. Oder gab es hier in der Höhle noch einen anderen Weg, den ich gerade übersehen habe? Geh nochmal zurück. Nö. Ich kann doch unmöglich wollen, dass ich jetzt da runterspringe. Könnte ich den Busch auseinandernehmen? Nö. Scheiße. So. Cold. Da oben geht es doch irgendwie weiter, oder? Kann halt nicht springen, das konnte der damals schon nicht. Das hatte ich immer so ein bisschen bemängelt. Schnee schmelzen, so machst du aus Feuer Wasser. Okay. Mit einem Feuer kannst du Schnee zu Wasser schmelzen. Schmelzen alleine reicht aber nicht, um Trinkwasser herzustellen. Wenn du Brennstoff hast, solltest du das Wasser danach kochen, um Bakterien, Parasiten oder Verunreinigungen zu entfernen. Wasserbehandlungstabletten reinigen nicht trinkbares Wasser, ohne deinen Brennstoff zu verschwenden. Ja, aber irgendwie, ich weiß, hier liegt überall Schnee und Eis rum, aber ich kann hier nichts mitnehmen. Ich weiß gerade überhaupt nicht. Da oben liegt ein Reh rum. Gestorbenes. Da oben ist auch noch eine Kiste. Mouth so dry. Vielleicht sollte ich ihm erstmal. Warte mal. Ich trage mal das Antiseptikum auf. War wirkungslos. Super. Kann der klettern? Geht das, wenn ich mich hier irgendwie. Nee. Okay, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Ich bin aber echt ratlos. Wartet mal. Was gibt es denn noch? Survival-Menü ist Tab, okay. Wir können nicht klettern, bis es durch Ausruhen geheilt ist.
nehme die jetzt hier doch mal auseinander. Vielleicht befindet sich ja hier irgendwas. Wasserreinigungstabletten. Ach, na toll. Ich Idiot. Entschuldigt. Brandbeschleuniger. Da war doch noch eine dritte Kiste da oben, oder? Aber wo kriege ich das Wasser jetzt her? Oder kann ich das einfach so an einem Lagerfeuer machen? Buch. Ich mache jetzt mal ein Feuer. Ich kann halt, ja, ich weiß halt nicht, wie er hier jetzt wo irgendwie Wasser schmelzen sollte. Ich hatte das noch komplett anders in Erinnerung, dass man irgendwo was sammeln kann und das dann kocht. Aber wie gesagt, jetzt durch die Vollversion, durch die Episode, wird sich da vielleicht sogar noch mal ein bisschen was geändert haben. So. Fire's life out here. Wasser. Aha. Man kann halt auch was nachlegen. Brennstoff hinzufügen. Dann dürfte sich die Dauer erhöhen. Ja, noch ein Stock dazu. So. Und ein bisschen. Weiß nicht, kann ich 2 Liter schmelzen? Das verbraucht dann halt die Zeit hier oben. Ihr seht, das ist jetzt wie im Zeitraffer. Okay, so ging es. Alles klar. Gut, entschuldigt, dass es vorhin so lange gedauert hat. Jetzt haben wir erstmal 2 Liter Wasser. Ich schmelze direkt noch ein bisschen, denn Wasser brauchen wir so oder so auf alle Fälle. Das ist unsicher, das Wasser. Das heißt. Halt. Moment. Wo waren jetzt diese Wassertabletten? Hier. Wasser reinigen. Reinigt da eine Tablette das komplette Wasser, was ich dabei habe? Oder bloß. Ach hier, 1 Liter Heil reinigt das. Okay. Cool. Können wir den Rest gleich noch reinigen? 4 Liter, 4 Tabletten. Das ist vielleicht sogar so gedacht, dass wir uns jetzt hier 4 Liter erstmal. Ach, da oben rechts steht es auch, sehe ich gerade. Super. So. Wenn ich natürlich 4 Liter Wasser dabei habe, sind das hier oben auch 4 Kilogramm. So. Erstmal 1 Liter trinken. Wunderbar. Ah, das füllt sogar komplett auf. Seine Stimme ist ein bisschen leise, ne? So. Das hätten wir aber der Allgemeinzustand. Wird das jetzt hier besser? Ich hatte das vorhin schon genutzt. Okay, dann nehmen wir nochmal 1. Schade, dass das vorher nicht gewirkt hat. Okay, geheilt, Infektionsrisiko. Okay, er legt sich direkt hier hin. 3. Tag. Es wird tatsächlich an sich sehr wenig erklärt, ne, wie was zu machen ist. Guck mal. Entzünde ein Feuer in der Höhle, das die ganze Nacht brennt. 9 Stunden. Machen wir. Brauchen wir aber noch ein bisschen Holz.
So, der meckert schon wieder rum. Wird wieder kälter. Ja, ich sammle bloß noch ein paar Stöcke. Das ist ganz cool gemacht bis hierhin. Finde ich gut. Da war noch eine Kiste. Wird wohl vom Wind das eine oder andere nachher getragen, so wie es aussieht. Oh, Nahrung brauchen wir wieder, aber wir haben, glaube ich, nichts mehr dabei. Achso, der ist schon leer. So, das dürfte dann reichen, oder? Dann kriegen wir doch irgendwie 9 Stunden zusammen. Es wird auch echt dunkel. Das ist ein Wetter. So, mindestens 9 Stunden. Wir müssen es aber erstmal anbrennen. Mal gleich probieren mit einem, dass es überhaupt erstmal angeht, und dann können wir nachfeuern, dass wir auf 9 Stunden kommen. Ich hoffe, das reicht, was wir dabei haben. Come on. Komm schon. Super. Acht Stunden 13? Na komm. Looks good. Now to warm up before I freeze to death. So, dürfte reichen, oder? That should last me through the night. So tired. Okay, das war der dritte Tag. Tag 4. Okay, der Sturm hat einiges verwüstet dort vorne. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.